Da sind wir wieder. Ja, da habe ich dann doch ein klein wenig schneiden müssen. Guck mal, ob du es jetzt irgendwie schaffst. Ich probier's gerade. Und ich baue hier mal ganz bewusst das ab, weil das im Prinzip, die werden zur Mutter Erde und das ist genau das, was hier in der Wüste fehlt. Deswegen nehme ich hier die Brocken Erde mit. So, dann rennen wir mal zurück zu unserer Hütte. Natürlich war das Lässt schon gelootet, das war ja klar. Ah, schon ganz schlechtes Gefühl dabei. Aber gebrochen. Ja, der braucht man mal nicht so lange. Dass es mir dann so lange dauert, hier Waiting for Server. Irgendwo ist der Wurm und irgendwo kriege ich die Verbindung nicht. Ich mal irgendwo nachlesen, ob es irgendwie schon Bugfix oder ein Workaround dafür gibt. Okay. Das ist komisch, weil vor allen Dingen bis jetzt eben ging's. Ja. Ah, kleine Horde. Stunt. Okay. Jetzt habe ich diese blöden Dinger dabei. Was wollte ich denn jetzt? Achso, klappt das jetzt, oder? Ich bin noch am Rumspielen. Ah, du bist am Rumspielen, okay. Genau, ich wollte eigentlich die Forge anwerfen. Damit wir Iron Bars herstellen können. Stell das mal her. So. Bisschen. Wasser abkochen. Und das Wasser, was wir haben, zumindest einen Teil davon, zu neuem Tee machen. Und dann ist die Frage, dann können wir das auch alles mitnehmen. Dann hole ich schon mal neu Wasser. Man muss schon mal mindestens. Okay. Also die Forge läuft. Ich komme nicht rein. Ach, das ist doch scheiße. Na. Bist du schon? Was ein Mist. Das ist also ich sehe nur im Forum, hab ich gerade mal geguckt, viele andere, die auch das Problem haben, dass er. Oh, das Wasser wird tatsächlich weniger, ich sehe es direkt. Okay. Ja. Dann, oh ja, es geht stark zurück. Ah, ich weiß auch warum. Unser Blitz hier. Genau. Das Wasser ist weg. Ach. Ah, okay. Im Wasser liegt ein Backpack.
Der ist aber leer. Ja, den habe ich schon gesehen. Den habe ich, oder vielmehr, den hatte ich schon angezeigt bekommen. Den habe ich gelootet, wo man nicht sehen konnte. Ah. Okay, aber das Wasser ist weg. Gut, machen wir eine neue Wasserquelle. Ja, oder müssen die mal füllen? Müssen wir mal ein paar Eimer aus dem See holen und dann umfüllen. Mhm. Dass wir was in der Nähe haben. Aber da natürlich ein Glas eine Einheit wegnimmt und du immer 15 Gläser füllst. Ja klar, eine ganze Menge. Ist natürlich klar, dass das irgendwann. Sag ich mal, Konsequenzen hat. Aber dafür haben wir Wasser. Neue Iron Bars habe ich gerade, 6 Stück. Die setze ich mal ein. Und zwar hinten, wo es leichter ist, wo ich nichts wegkloppen muss. So, damit bin ich um die Ecke und jetzt auf der anderen Seite. Da sind zwei. Okay, ich brauche von den Dingern wesentlich mehr. Was geht denn da aus? Iron geht aus. Okay, dann muss man natürlich Input liefern. Scrapped Iron geht aus. Da muss ich jetzt... Da haben wir noch Scrap, okay. Da hast du noch Eisen! Du verbrauchen kannst. Mal gucken, ob das so klappt. Ja, genau. Er verbraucht es. Also Scrap Iron geht auch aus. Okay. Also besorge ich jetzt auch noch mal Scrap Iron, damit wir noch Eisen haben. Eine Schreierin. Fuck. Oh Mann. Okay, die kommen echt häufig. Also können sie sagen, ein bis zwei Mal am Tag kommen die vorbeigelaufen. Ich hab meinen Mais zerschossen. Wegen dir, du Schlampe. Ich bin tot. Ich bin tatsächlich tot. Naja, was sehe ich schon am Minimum der Welt ist. Ja, und jetzt muss ich mich beeilen, damit ich hier unten, weil jetzt kommt ja die ganze Horde, nicht dass sie uns die Bude okay. Jetzt überläuft. So. Ich komme nicht rein. Jetzt haben wir schön die Horde vor der Nase. Oh Mann. Nur die Schreierin erwischen, die ist wichtig. Ja.
Also man sollte wohl die Holzflöcke zweireihig setzen. Lerne ich gerade. Das ist eine vermutlich mit lang hält, ja. So, sammelt euch mal hier an den Holzspitzen. Ich will mal sehen, wie gut die funktionieren. Problem ist halt, wenn wir eh wenig Holz zu verschwenden, ne? Mhm. Aber die Holzspitzen sind im Effektiv, die töten unglaublich schnell. Mhm. Also das ist schnell, wirklich schnell. Ja, ich glaube, das kann ich nicht wissen. Ich glaub's gar nicht, was wieder hier los ist. Und dank der Holzspitzen sind unten erstmal alle tot. Aber Schreier ist noch da. Okay. Ich höre sie. Oh, einer hat sogar Honig dabei gehabt. So, wo ist denn jetzt die Schreitante? Da oben. Schreitante lebt natürlich noch. Ja, jetzt hat sie langweilig. Ja. Jetzt ist sie tot. Mit meinem letzten Pfeil. Ah, sehr gut. Hab ich sie wohl. Das Problem mit dem Multiplayer ist wohl weit verbreitet. Das ist blöd. Ja, wir hoffen, dass das bald gewinnen wird. Ja. Besser wäre das. Ich weiß nicht, warum er jetzt auf einmal so Probleme schiebt. Kann auch purer Zufall sein. Ja, klar. Okay, ich versuche in der Zwischenzeit mich trotzdem nützlich zu machen und die... Ich hab noch Pfeile oder hab ich. Ne, ich hab gar keine Pfeile mehr. Ich hab gar keine Pfeile mehr, scheiße. Wenigstens die Spikes außenrum zu verdoppeln. Ja. Fallen kann ja auch Holz sein, Mann. Überall Holz.
Ja, sieht schon wieder blöd aus. Oh Mann. Genau, zwei Spikes. Und die werfen wir noch ein bisschen auf. Ach Gott. Nee, ich krieg immer wieder raus. Das ist ja ätzend. Immer wieder im Hauptmenü. Ja. Das ist schon ein bisschen doof jetzt. Ja. Spikes, wurden Spikes. Wie viel könntest du denn machen? 14. Ja, wieder mal Holzprobleme, sag ich dann nur. Zu wenig Holz. So. Da auch drei. So, dann machen wir mal den Reparaturtest. Ich habe 13 und finde 19 eine Axt, gehen drauf, 3 Stück. Okay. Also nicht für eine Axt, sondern für Pickaxe. Okay. Das wohl 50 Durability werden wohl hergestellt pro Steinen. Dem, was dann fehlt, verbraucht er dann die entsprechende Menge. Mach's jetzt doppelt. Keine Lust, dass sie uns ständig und immer wieder die Bude einrennen. Ja. Naja, wenigstens eine Hauswand mal doppelt abgesichert. Bis auf den hinteren Eingang. Da muss ich mir echt noch überlegen, wie wir das überhaupt deichseln.
Bei einem gehen sie weiß noch so ein bisschen außen rum, weißt du? Aber das hat sich dann nachher erledigt. So, kein Holz mehr. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir an dieser Stelle irgendwie dann doch abbrechen. Ja, leid, aber hier geht's nicht weiter. Weil du irgendwie nicht reinkommst, ja, ist ein bisschen blöd. Technische Schwierigkeiten, ja. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Das sind im Moment technische Schwierigkeiten, die uns davon abhalten, hier effektiv weiterzuarbeiten. Aber ich möchte natürlich nicht hier alles alleine machen, sondern es ist ja ein Gemeinschaftsspiel und deswegen würde ich gerne den Marc dabei haben wollen. Wir schauen mal, ob sich bis zur nächsten Aufnahme da ein bisschen was gemacht hat. Da das ein Problem ist, was bekannt ist und was viele haben, wird es hoffentlich auch irgendwas sein, was man dann lösen kann. Bis dahin sage ich, macht's gut, habt noch viel Spaß im Netz und überlasse natürlich Marc das letzte Wort, bitte. Ja, jetzt bis zum Schluss ohne mich erstmal, aber wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass das relativ schnell behoben wird und dass es dann weitergehen kann ohne große Verzögerung. Ja, und bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss.